Ja, hallo meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, weiter geht's mit Wildermyth von Worldwalker Games. Wir sind immer noch im letzten Kapitel oder sagen wir mal in der Drixel-Kampagne und haben noch die eine oder andere Sache zu erledigen. Apropos eine oder andere Sache zu erledigen, ich habe mich jetzt hier entschieden, mit den fünf Dudes eine Karte rauszunehmen, weil ein bisschen Lebenspunkte der Monali fehlen. Nein, ich will einfach auch eine Karte weniger haben, weil die nicht ganz so stark sind. Und dann ist einfach hier patrouilliert. Und wir bekommen jetzt Calamities und eine Incursion gleich noch rein. Das kann ich jetzt nicht verändern oder verhindern. Aber wir haben nochmal einen Ring bekommen mit 0,7 Lebenspunkten. Ja, sie geht auf 11 hoch. Das wäre ziemlich gut. Ich glaube, das lasse ich dann einfach auch so. Ich gucke aber nochmal bei Elsie, die würde halt auf 10, ne, komm, dann gebe ich ihnen der Elsie, weil ja, war ja beim letzten Mal, eigentlich fast in all meinen letzten Folgen ein bisschen knapp, ne. Okay. Die wollen noch dahin, das wird sich aber bestimmt ändern, wenn wir wissen, wo die Incursion landen wird und was sie anrichten kann. Und ja, ich sag schon mal hier Scout. Let's go. Also, Calamities, wie viel? Okay. Ah, die Mindworms, die will ich einfach nicht. Dann habe ich halt Pech, was meine Legacy-Helden angeht, aber die müssen echt nicht noch sein. Der Doppelseeker ist schon schlimm genug als Karte. Okay, jetzt Achtung, Incursion und zack. Was machst du, Incursion? Du machst etwas. Wow, aber das ist echt übel. Okay, pass mal auf. Hä? Ach, da oben sind die. Der 1, 2, 3, genau. Hab mich gerade umentschieden, also ich verteidige jetzt hier. Das werde ich nicht halten können. Die Incursion Size ist 8, Strength 18, also da brauchst du es gar nicht rumzukämpfen lange. Das macht keinen Spaß und auch keine Freude. Ich versuche sie halt, ja, ich guck mal, wie ich das mache, ja, wie sich das jetzt entwickelt. Ich lasse hier mal ein bisschen, das lassen sich jetzt zerstören. Da werde ich Tier 3 Defenses errichten. Dann sind hier Tier 3 Defenses und dann werde ich versuchen, hier zu deffen. Ist ganz einfach so, ne? Und irgendwo hatte ich eigentlich auch noch einen lustigen Ort. Ja. Ich hab's ganz vergessen. Das ist mir wirklich aus dem Kopf verloren gegangen. Gondor Tannery. Das ist ein Name, möchte ich mal ganz klar sagen, der wirklich absolut zufällig hier drin ist und ganz normal im deutschen Sprachgebrauch, auch im englischen Sprachgebrauch, immer wieder Anwendung finden. Das Gondoren wir alles, nämlich alles super. So, lange Rede, schwacher Sinn. Wir haben nochmal 7 Trixel hier. Da wollen wir mal schauen, was die so drauf haben, ne? Ein bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mehr Spaß wollen wir uns jetzt hier auch noch gönnen. Zack. Wenn wir hier schon die Helden ausrüsten und so. The old Lumberyards provided work to us Highlanders for 6 generations at least. It's up this way. See how the woodwagons leave their mark. I'll stand by you, my spear solid. Hey, Eki, that lady is saying something to you? This body's rugged as it looks. She wants to fight next to us. Don't know that we should refuse, I guess. And you know, my wife Lima breeds our table down this path. I hack anyway. The bitter burrs. By evening, let's bring a good woman some good news. For a moment, even the wind goes mute. So. No, I'm not escorting anyone to the deaths. Bring her along for this fight. Yeah, fighting easy. If she's really married, she's tough. Der Eki hat ihn bei. Das ist geil. Ach, das sind so schöne Sachen, die hier eingebaut worden sind in diesem wundervollen Spiel. Ja, okay, alles klar, ich mach das, weil ich lasse sie nicht zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn sie zurückbleibt und dann irgendwie durch Drixel getötet wird, ist mir zu groß und soll sie lieber mitkommen. You'll be begging me along afterwards, better think of a good offer. Right. Say your name, Katla, Katla Kinley.
Hey, slow down, Eki, we pick up a wild woman. Is Elsie close behind you and Fayed? This is Cutler. Mona Lee went and said she could come along. There's dinner in it. Not my fault if she dies tough. I'm Cutler Kinley, tough as mud and handsome for a woman. Perfect, someone else to worry about. So together they go to a beckoning battle. Ja, kann schneller gehen, als man denkt. So, okay, dann Seeker, Muse, Ouch, Traffic, Nightmare und ganz viele andere böse Dudes, die hier versuchen, uns Ärger zu machen. Vor allen Dingen Ärger garantiert durch, ja, den Dude hier. Die kann nicht viel, ne? Aber ein bisschen was kann sie auch machen oder anrichten, und zwar Schaden. Sie darf jetzt hier aktiv mitkämpfen. Das möchte ich so. Aber es ist natürlich, ist und bleibt natürlich immer gefährlich für solche Helden. Two-Shot! Jawollo, so gefällt mir das. Dann. Ich muss jetzt schon genau gucken, was ich nehme. Reicht es? 1, 2, 3, 4. Aber ich will eigentlich lieber die Muse erwischen. Naja, mal gucken. Ja, es wird schon viel Schaden machen. Ja, komm. Danke für den Stunt, Mona Lee. Echt. Das war nice. Der ist mir im Weg, also. Arg, es hat mir nicht gereicht. Ist der, hier ist aber nicht mehr im Weg. Yes. Das war schon ein bisschen wichtig. Ja, blöd ist jetzt natürlich, wie der steht, aber ich kann halt nichts mehr machen. Ich muss es jetzt akzeptieren, dass ich den Wurm nicht kaputt gekriegt habe. Na, oh, diese Drachen, die gehen mir so auf den Keks. Da passiert ziemlich viel hintereinander. Aber gut, man kann es jetzt nicht ändern. Man kann es nicht ändern, dass ich jetzt so blöd Schaden bekommen habe. Sagen wir es mal so. Ja, sogar beide getroffen. Ich werde verrückt. Okay, Shot prepared, das ist gut. Ja, komm, ich will nicht, dass sie drauf geht. Menno. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh Mann, ey. Ja, klar. Ja, klar, gleich 5 Schaden auf. Elsie, also Elsie kriegt es in dem Level echt, also im, insgesamt in dieser Kampagne echt übelst ab, habe ich so langsam das Gefühl.
Jeder Schaden gegen dieses Viech hilft, ehrlich. Heieieiei. Aber mein Schaden, der reicht einfach nicht aus, hey. Danke für den Wheel. Na, Allah, geht doch. Manchmal kann Ben auch einfach mal stunnen. Das ist verrückt, aber es ist so. Nee, komm. Ich will, dass sie am Leben bleibt. Aus irgendeinem Grund. Toll, dass er zusammen einen Sieger hin kaputt kriegt. Das ist gut. Ah, da kommt noch einer drüber gehüpft über die Rüstung. Ja, gegen diesen Giftschaden kann ich einfach nichts machen. Das ist, wie es ist. Und noch ein Sieger weg. Einmal versteckeln, bitte. Und ihr werdet jetzt kaum glauben, das mache ich mit dem auch. Wow. Da bin ich ja voll in den Schrott reingeflogen. Na dann erstmal drauf auf den Baden los. Surprise. Och nö, sowas muss doch nicht sein, dass der jetzt das überlebt. Ordentliche Barrage mal reingeklopft hier. Mysticus. Vier Schaden auf Iki. Das muss ja echt nicht sein, ey. Dudes. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Könnten da noch Gegner sein? Ich glaube, das war's jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Meine Herren, ey. Wird aber spannender, wenn ihr das letzte Kapitel mit so Level 1, 2 Helden spielt. Also, was ist das für ein riesen Oschi von Hammer hier, mein Lieber. Tier 3 sogar. Jawohl. Wäre besser einen Bogen oder sowas für mich zu bekommen. The Lumberyard is a catastrophe of ruined bodies, tools, materials. But there will come seasons of labor again, and it will regain its power. That wasn't Brulie's fault. She was fine. Don't have to cop her cheeks. Pat her head, do you?
I should probably smile, I don't know. Sorry, my wife, I need to see her. The hike proves long. Night will reach them before they reach the door. Cutler's chilled expression gradually warms, but your eyes tend lower. Here, down where I've battled back the bitter burns, see? In a comfortable cleft, the wood house close. Inside is a happy hall. These folks and me, we saved our crowd, great highlands today, even got back the lumberyard. The stove smoke smells like the best nights of home. And oh, I only wish you'd seen it. Seriously quick, I ran one through. Swisher shift, I pierced another. What happened to their appetite? Mine's still intact. A humble feast happens there and a trading of life tales. Eki has a wonderful rhythm and a way with words. So night takes its time to dwindle. Bits of the meal are picked over, dregs in cups are drained. And the quiet that comes over them, Lima, Cutler's wife, clears her throat. I hope I'm okay saying this, I'm going to say it. It's all of you, I understand what you do, all of you. It's sacrifice you make that I don't think probably no one ever fully repays it, right? I know that it's selfish and I'm proud of you, Cutler, my hero wife. I am thankful and I know that you deserve whatever change you want, but I'm not sure if I can, Lima? I'm not joining them. You're not? Keep dreaming. I'm not letting you stay here by yourself. Let's give him my grandma's a weapon. You, but that's... Better give them something if you want them to leave me alone. I'll fetch it down. The gift Cutler and Lima will give them is a rare piece with a history of its own. Let her alone, ha! Summer will come and life in this hilly place will once more turn towards happiness. Alter. Die Zyklonengabel. Die Zyklonengabel. Cyclone Fork. Damage 8. Range Stun Chance. Geil. Speed 1. Plus 1 Speed, plus 1 Stun Chance. Das ist eine saugeile Waffe, ne? Was kriege ich denn eigentlich in dieser Kampagne alles für Gegenstände? Ich habe gar keinen Platz mehr da dafür. Ich weiß nicht mehr, wer es kriegen soll. Ja, sie hat auch schon diesen Mega Great Spear bekommen, die Nanwist. Ella, die Minotaur Ex, die wollte ich ja gerne behalten. Ja, der hat. Nee. Gut. Ich könnte meinen Duskwask Ex loswerden und mein Schild auch, mein Paw Patrol Schild, aber das, ob ich das will, ist die Frage. Sie hat diese Sharktooth Ex, die ist ja auch. Besonders. Also langsam wird es echt blöd. Gut, sie hat einen Tier 1 Bogen als. Ich nehme die Cyclone Fork. Sieht ein bisschen komisch aus, hat aber auch irgendwas mit meinen Sturmfüßen. Dafür werde ich meine gute alte Axt los. Und mein Paw Patrol Schild. Tja, so schnell kann sich ein Händel wandeln. Aber die Waffe ist zu gut, um sie nicht einzusetzen. Tut mir leid, dass ich so lange jetzt überlegt habe. Aber es ist halt, ja, ouch. Es ist halt, wie es ist, ne? Na, ganz schön Leben verloren, die Gruppe jetzt hier. Die muss ich jetzt echt mal ein bisschen ausruhen. Der Schal der Kraft. Mhm. Bonus Damage. Immer für alle gut.
Okay. Also, hier wird jetzt die Jungs scouten. Die andere Gruppe, die kleinere Gruppe, die könnte aber auch. Die kleinere. Die in Anführungszeichen schwächere Gruppe kann dahin gehen. Ein paar sind Rivalen geworden. Und wir haben immer noch nicht den Tower of Logs gefunden. Naja, dann geht's einfach fröhlich weiter. Ein Abenteuer jagt das nächste. So, Sapsa hat immer nur noch 4 von 9 Leben. Auf die muss ich jetzt echt aufpassen, was auch immer da jetzt kommt. So, Heart of Stone. Das hatten wir auch schon. Aber egal. Old from Caverns stretch beneath from the ocean. Let's walk closer, right, Patricia? Yeah, come, hold my hand, please. On their back, barking echoes answer them. Wait, where's Patricia? Sapse, you were just in front of her. You don't see her along the walls, right? No, I can't remember the last time I turned around. Don't even smell her? They squirt their steps on the last sign of Patricia. Blech. Those long cave burns make me so sick. We do have here an off branch, an almost triangular curve and a beyond in its tight twisting tunnel. Below them in a cooling ground in a fungal glow, and you know I am too crazy in the eyes of a mystery, not trouble of its name. I'd sleepless for weeks. Also, ich überspringe es jetzt ein bisschen. Die geht jetzt in eine Höhle rein. Dort findet sie einen riesigen Götterstein und weiß noch nicht, was er so richtig damit machen soll. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für die Patricia ist. Also grundsätzlich schadet es nicht. Also sie überlegt jetzt, was sie damit macht. Sie kann jetzt versuchen, diesen Stein zu bekommen. Und sie kann ihm eine kleine Ehre erweisen. Es gibt halt so einen Anfang-Effekt, der ganz gut ist, weil sie da so ein komisches Auge bekommen kann, mit dem sie Sachen besser sehen kann und noch besser treffen kann. Was nicht schlecht wäre. Ich weiß so nicht mehr, was passiert, wenn ich es ablehne. Ja, komm, ich sag mal, Patricia ist jetzt so ein bisschen brutaler. Die will jetzt den Stein da haben. So, jetzt holt sie dem Messer, es macht klum, klum, klum. Der Gott sagt irgendwelche gefiesen Dinge, in Anführungszeichen, und Crack und Schnapp und Flupp. Jetzt hat sie so ein blaues Auge bekommen. Autsch. Passiert in meinen Kampagnen öfters. Ja, der Text ist jetzt halt. Schade, dass ich das alles überspringe, Leute. Aber es dauert schon die Kampagne einfach schon. Die ist schon jetzt schon viel zu lang, deswegen überspringe ich diesen ganzen lustigen und interessanten Texte leider. Okay, die Gegner sind schlimm genug. So, was ich gemeint habe, ist, die kann sich dann auch verwandeln mit der Zeit. Die ist jetzt kristallisiert, ja. Und das Gem-Eye macht plus 6. Ah, Stun-Chance. Okay, das Blaue. Ich guck mal. Customize. War da nicht noch irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, über was ich diese. Ah, Primary Color ist blau, deswegen ist es jetzt auch blau. Okay, alles klar. Dann lassen wir das aber jetzt erstmal so das Auge, wie es ist. Okidoki. Also, inspirierte Leute machen ja mehr Schaden. Wenn wir Nightmare One-Hitten, ist er auch ganz tot. Nein, ich wollte eigentlich die andere auswählen. Die Ella, dann klicke ich halt hier was Menü. Schafft es aber auch nicht, den mit einem Schlag platt zu machen. Ja, schafft wahrscheinlich keiner. Na, wird's beinahe geklappt. Oh Gott, die haben ja nicht mehr viel Leben übrig, die Nightmares hier. Das ist nicht so wirklich so ein großer Nightmare. Na, ich habe eine Idee, was ich mit denen mache. Ah, hallo. Ich sag doch, das ist übel.
Ja, ist alles zu weit weg. Und du bleibst schön hinten, so wie ich das gesagt habe. Okay. Okay, da unten dieser Trusk, der ist nicht so wirklich wichtig. Schon gut. Ich glaube, ich nehme die Barrage mal. Das wird schon mies Schaden machen dann. Ja, das sage ich doch. Ja gut, wenn das alles geblockt wird, dann ist es natürlich, dann macht es keinen Spaß. Das ist auch wiederum klar. Der hat noch einen Cooldown gerade, das ist natürlich bitter. Können jetzt ziemlich übel werden. Ja, okay. Zwieker steckt das weg. Ja, in unsere Gruppe da reinzuspringen, ist gesundheitsgefährdend. Kann man machen, sollte man nicht. Diese Würmer, die machen immer so schön ein Durcheinander. Unerträglich. Und genauso wie meine Kameraführung gerade. Obwohl, nein, wir warten mal noch eine Runde. Wie, das kann ich jetzt von da aus nicht sehen. Ernsthaft? Mann, ey. Oh, gepinnt und geblendet. Das gefällt mir mit dem. So, jetzt könnte es interessant werden. Ja, mache ich. Die Gasse ist offen. Jetzt mache ich's. So, gibt's noch ein bisschen Omelette heute. Bist du der Letzte, der noch ziehen darf? Und das ist alles, was der Gegner noch aufzubieten hat? Okay. Hm.
Es ist halt ein Moment, wo die halt, also bei den meisten Kämpfen, nicht bei allen. Es gibt einen Moment bei den häufigen auftretenden Kämpfen, wo die dann noch recht gut auf dem Feld dastehen und du einfach weißt, ja, und wenn die dann dran sind und du lässt die leben, dann ist es richtig übel für dich. Das ist immer so eine gefährliche Phase im Spiel, ja. Die darauf folgenden Phasen, die sind dann nicht mehr so relevant. Weil wenn ihr sie mal richtig habt, dann habt ihr sie einfach, sage ich einfach, ne, mal so salopp. No, jetzt darf ich den von da aus wieder nicht abwerfen. Was anders vergift man die ganze Bude hier. Das war jetzt wieder so ein typisches Bandcake-Frustfoul. Da hätte es Besseres gegeben, aber ich sag mal immer so, nö, wieso sollte ich? Ich lieb's einfach, diese Pflanzen irgendwo hin zu klamüsern. Direkt schon mal eingelegt. In Salat. Wuhu! Okay. Plus Emerging? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht so wirklich. Ich befürchte jetzt gegen Eier kämpfen zu müssen. Das hätte jetzt auch meine Osterspezialfolge sein können, aber... Oh, komm schon, Spiel. Es ist vorbei. Muss ich jetzt echt noch in der Gegend rumzaubern? Na, ich befürchte schon. Okay. Geschafft. Na, kriegt Ella noch das Level hin? Doch. Das ist sehr zufriedenstellend. Oh Mann, jetzt hat die nur gute Sachen. Bis auf Backslam. Thundering Challenge ist eine Sache, die finde ich immer super zum Einsetzen. Weil du die Gegner zwingst zum Weglaufen. Long Reach wäre super witzig, dass sie nochmal eine Reichweite mehr hat mit ihrer Nahkampfwaffe. Und Riposte Upgrade. Each time Ella is hit, she gains plus 20 Dodge. Resets after a successful Dodge or Block. Ach komm, wir machen Riposte weiter. Das finde ich ganz nett bei ihr. Oh, 5 Block. Das bekommt jetzt Patricia, die schon ein bisschen arg behangen ist. With battle done, they stand still a moment, warmed over by the rays of a lowering suns. The Gem cast a tickle of light of Patricia's thoughts. Ja, jetzt geht's um ihr Auge. Sie erklärt denen jetzt, wie sie sich damit fühlt und wie das so war und dass der Gott kann jetzt da auch gucken mit dem Auge und ein bisschen was erleben und sie darf dafür ein bisschen besser treffen und sowas. Na toll, das hat die Muse auch noch mehr Leben. Sind die noch schwieriger zu erledigen? Naja, was soll man machen? Nix. Bekämpfen. Nicht jammern. So. Schauen wir noch mal. Secure Site completed. Next. Bonus Damage 0,7. Gehen beide jetzt aber in dem Fall nicht einen Punkt hoch. Das will ich natürlich nicht. Ja, komm. Hier, nochmal so einen schönen Gürtel für die Monali, ist doch auch nett. Ja, wir sind einfach noch nicht durch, ne? Hier gibt es noch einiges zu tun, würde ich mal behaupten, so insgesamt. Die beiden Felder müssen wir auch noch aufdecken. Und hier haben wir auch nochmal 3, also 5 Felder sind noch möglich aufzudecken. Und die Kirschen, die wird sich jetzt irgendwie an dem hier aufreiben. Also die wird jetzt noch Schaden anrichten können, aber
von der Ausrüstung und wie weit unsere Helden sind. Eigentlich will ich es jetzt einfach nur noch zu Ende bringen und so schnell wie möglich diesen Turm auch finden und auch die Kampagne dann schaffen. Uff, schade, dass ich nur 5 Helden einsetzen kann, muss ich echt sagen. Ich habe hier echt ein paar coole Dudes zusammen gebacken bekommen in diesem ganzen Kampagne halt einfach. Okay. Cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und dann wünsche ich euch natürlich noch eine schöne restliche Sternenreise. Und bis zum nächsten Mal. Euer BenCake28. Ciao, ciao.